Guten Abend. Es geht darum, ein ICE von 300 Kilometer pro Stunde. Ich verlinke euch das dann im Video, wie sowas im Führerstand aussieht. Und den von 300 Kilometer pro Stunde auf null herunterzubremsen. Das ganze Video ist eine Minute lang. Ich weiß nicht, ob es jetzt 59 Sekunden oder 101 Sekunden oder 61 Sekunden sind. Ich nehme mal eine glatte Minute. 300 Kilometer pro Stunde ist die Ausgangsgeschwindigkeit. Mich interessiert, wie weit kommt der? Oder wie weit muss er fahren, bis er dann wirklich steht? Und den Wert der Bremsbeschleunigung. Fangen wir mal ganz einfach an, weil es gibt verschiedene Formeln. Wenn ich also im Formelwerk nachgucke, finde ich Formeln, die alles enthalten, was ich haben will. Also zum Beispiel A ist gleich V durch T. Da steckt also A, was ich wissen will, die Acceleration, die Beschleunigung drin, Velocity, die Geschwindigkeit und T wie Time steckt da drin. Und dann gibt es noch eine zweite Formel, die heißt S ist gleich A halbe mal T Quadrat. Dass das ganz einfach ist, ich werde das dann alles noch verlinken, wie das geht, auch zu dem Video, wie man sowas mal sieht. Da werde ich hier oben links anfügen und zum Schluss, dann seht ihr das mal so ein bisschen in der Praxis. Also diese beiden Formeln, die findet man hier und dann sagt man, okay, dann lege ich mal los, weil wenn ich A noch nicht kenne, muss ich mit der Formel noch nicht anfangen. Also fange ich an und schreibe mir diese Formel heraus und ab. Am besten immer eine Zeile mehr schreiben. Das bringt einen Haufen Zeitgewinn, weil man zwar die Zeit fürs Schreiben braucht, allerdings dann nicht die Zeit fürs Fehler korrigieren, wenn man sich verhaut. So, wenn ich jetzt diese Formel hingeschrieben habe, beginne ich auf der nächsten Zeile, nicht einfach dahinter schreiben. Das wäre taktisch unklug. So, A ist gleich, jetzt mache ich mir einen langen Bruchstrich, denn da steht 300 Kilometer pro Stunde. Die Kilometer pro Stunde, Stunde gehört unter dem Bruchstrich und unter dem Bruchstrich gehört auch der Wert eine Minute. Also verlängere ich den und sage, okay, mal eine Minute. Ja, jetzt passt das ja nicht so ganz. Das wird ja in Meter pro Sekunde angegeben. Was mache ich also? Ich sage, okay, ich schreibe das mal um. Ich schreibe meine 300 und statt Kilo schreibe ich 1000, denn Kilo heißt 1000. Und dann kann ich nämlich das Meter so lassen. Die Stunde, das sind 3600 Sekunden. 3600 Sekunden entspricht der Stunde. Ich highlighte das mal hier und zwar mal in hellgrün, also hier. Diese Sekunde und die 3600, die gehören zu der Stunde. Und dieses Kilo, das hier, das sind die 1000. Die Meter, die lasse ich so stehen. Gut, weiter geht's im Text. Jetzt habe ich das also getan. Ich gucke nochmal. 300 Kilometer pro Stunde mal eine Minute. Ah, die 300 Sek 3600 Sekunden sind die Stunde. Also schreibe ich dann noch mal. Und was muss ich jetzt schreiben? Eine Minute. Ich muss ja bei Meter pro Quadratsekunde rauskommen. Hier, das wird immer in Meter pro Quadratsekunde, na, das ist aber sehr schlimm, geschrieben. So muss das angegeben werden. Also brauche ich hier unten wieder Sekunde. Sage ich, eine Minute sind 60 Sekunden. Jetzt überprüfe ich und sage, den Rest kann ich eintippen. Ich kann auch kürzen. Ich kann jetzt hier die Nullen zum Beispiel wegstreichen. Ich mache das mal in Rot, damit es auffällt. Diese und diese Null, immer paarweise. Diese und diese Null, paarweise. Ich kann auch sagen, ich kann den ganzen Kram jetzt nochmal durch 3 kürzen oder durch. Ach, wir tippen es ein oder machen wir es doch. Wir kürzen jetzt nochmal. Wir sagen, die 60 und die 300, die gehen beide durch 60. Dann bleibt hier eine 1 stehen. Und hier bleibt eine 5 stehen. Ne? Ich sage hier, 60 durch 60 ist 1, 300 durch 60 ist 5. Okay, und dann habe ich bloß noch zu tippen: 5 mal 10, also 50 durch 36 und wenn ich das eintippe, bekomme ich raus 1, oh, das wollte ich in blau machen. Machen wir es in blau weiter. 1,38 Periode 8 und jetzt Meter, das ist dieses Meter, schreibe ich auf den Bruchstrich. Pro Sekunde mal Sekunde sind Quadratsekunde. Aha, das hat geklappt. Jetzt ist das genauso leicht, wenn ich sage, S ist gleich A halbe T Quadrat. Ich schreibe es nochmal hin. Also auch ich mache das, das schadet nicht, obwohl ich ein kleines bisschen schon Mathe kann. Dann schreibe ich das also wie folgt. Es ist also, A habe ich rausbekommen, das sind 1,38, Achtung, auf dem Bruchstrich, Meter pro Quadratsekunde, Achtung, diese 2, die muss noch hier unten hin, mal Sekundenquadrat. Ne? Jetzt habe ich das A halbe in 1,38 Periode 8. Meter pro Quadratsekunde, aber durch 2, das musste ich noch machen. Und auf dem Bruchstrich gehört dann T Quadrat. Ja, eine Minute mal eine Minute.
oder 60 Sekunden mal 60 Sekunden, 60 mal 60, 3600, das kann man im Kopf. Und das sind dann Sekunde mal Sekunde, Quadratsekunden. Und jetzt gucken wir uns das wieder an. Jetzt zeige ich das mal auf mit diesen Einheiten. Die Quadratsekunden, die kann ich durch Quadratsekunden kürzen, dann bleibt eine 1 und hier auch. Also was bekomme ich raus? Ich bekomme Meter raus. Und so wollte ich es ja auch haben. Und jetzt lasse ich das Ergebnis machen. Grün, ich habe keine Lust, den Stift zu wechseln. Und wenn ich das eintippe, richtig in den Taschenrechner eintippe, mehr brauche ich nicht zu machen. Ich kann ja sogar dieses Zwischenergebnis mit diesen Periode 8 sogar noch übernehmen. Dann komme ich raus auf 2500 Meter. Oh, 2500 Meter. Und jetzt dürfte dem Letzten klar werden, weshalb das so wichtig ist bei der Eisenbahn, dass man auf sämtliche Bremsen und alles achtet und die Kleinigkeiten, das sieht immer sehr pingelig aus, wie Bremsproben gemacht werden und so weiter, die haben ihren Grund. Denn 2,5 Kilometer von 300 auf 0 zu bremsen, 300 km/h auf 0 runter zu bremsen, so viele Tonnen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel so ein ICE wiegt, das ist bedeutsam. Und da kommt es wirklich auf jede Bremse in jedem Wagen an jeder Achse an. Ach nee, Fahrgestell, Radgestell heißt es ja. Gut, also, ich hoffe, das hat jetzt erstmal genug aufgezeigt, um zu sagen, jawohl, so kann man es ausrechnen. Und dann lasse ich das jetzt erstmal damit. Es geht dann weiter auch immer praxisbezogen jetzt erstmal die nächste Zeit in Bahntechnik. Wenn irgendwelche Wünsche sind, lasst es mich in den Kommentaren wissen, dann können wir das Thema vorziehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, dass ihr es verstanden habt. Jetzt zum Schluss kommen noch Links, damit ihr seht, wie das, was man noch alles machen kann. Und dann wünsche ich nochmal alles Gute. Bis dann. Tschüss.